So, hallo und herzlich willkommen. Episode 5 hat geendet und deswegen stürzen wir uns jetzt in Episode 6. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Let's fucking go. Episode 6. Abreise. New York vor 2 Jahren. Ich liege im Bett. Mal wieder. Hammer. Hammer geil. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vom Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. Okay. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, gut, das ist halt. Ja, also das hat ja eh noch nie funktioniert. So, Schmerzmittel haben wir schon mal direkt. Ja. Okay, Schmerzmittel haben wir eingenommen. Wunderbar. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Das Licht stach wie Nadeln in meine Augen. Ich brauchte meine Sonnenbrille. Scheiße, wo ist denn die? Mist! Ja, die Sonnenbrille wird wahrscheinlich hier irgendwo liegen. Am Bett, oder? Ja, da ist er doch schon. Perfekt, Brille nehmen. Zack, eingesackt und aufgesetzt. Miau! Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Okay. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Dann hören wir die mal ab, oder? Warum nicht? Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Naja, ich weiß ja nicht. Ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an. Ja, das ist schon ein ziemliches Arschloch, muss man sagen, der Barry, was sowas angeht. Ich finde, die Familie sollte immer an erster Stelle stehen. Und vor allem die Partys gehören halt dazu. Also ganz ehrlich, was ist das denn für eine Einstellung, Alter? Im überwältigenden 4K. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den 2 Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige Entrüstung gesorgt. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen. Es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat. Aber dann wird das ja jetzt mega hart gespoilert in der Show. What the fuck? Stell dir mal vor, du hast das Buch echt noch nicht gelesen oder erst zur Hälfte und dann so. Ja, der stirbt am Ende. Ach so, ja, danke schön. Dann bräuchte ich das scheiß Buch auch nochmal lesen. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, ist aber irgendwie toll. Schon ein bisschen abstrakt froh, und sehr komisch. Aber naja, es ist, was es ist. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in den Nachrichten. Jede Menge Partys und... Sie haben sich mit einem Paparazzo gewonnen. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool.
Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle. Ach ja, übrigens, der Typ stirbt am Ende. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam, eh? Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf gut. Ich sagte mir, dass ich damit leben könnte. Hey, Schatz. Hast du dir die Show angesehen? Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Hab ich schon. In die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Ui, aber eine Zwischensequenz. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Aber irgendwie so ganz sauber und knusper ist unsere Ehefrau auch nicht, wenn ich das mal sagen darf. Du hast recht. Dann kannst du endlich wieder schreiben, bliblablub, die Tour. Lass uns verreisen. Ah. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie sehr komisch vor, wenn ich das so sagen darf. Ist ja eher so, ey, dann kannst du endlich wieder schreiben. Ja, aber ich weiß halt nicht. Finde ich irgendwie sehr komisch, the present day. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ja, dann machen wir das doch. Let's fucking go. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Oh yeah, baby. Viel Glück, Al. Danke. Ich gebe mein Bestes. Ich salutiere noch ein letztes Mal, warum auch immer. Als ich würde ich sagen, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Geil. Und es ist endlich wieder mal Tag, Alter. Meine Fresse. Darf ich ein bisschen Auto fahren? Ah ne, nur eine Zwischensequenz. Na gut. Allein im Tageslicht. Ach nee. Geben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens vieles. Eine Thermosflasche, oh Baby. Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf. Ja, dann ab zum Cauldron Lake, Alter. Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Oh yeah. Na dann, würde ich mal sagen, I'm on the highway to hell, 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 hell. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt mal bergab. Und wir können ein bisschen cutten, weil wir sind in der Formel 1. Also, jetzt gerade nicht, aber ab und zu bin ich's. Nicht. Ja, komm, wir ballern jetzt hier einfach durch, hätte ich gesagt, oder? Wir geben jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Das machen wir hier, ne? Eine Abreise, die soll ja auch nicht zu lang sein. Wir fahren, wir genießen einfach mal ein bisschen das schöne Panorama, hätte ich gesagt, oder? Ja, doch, das ist geil. Das ist verflucht geil. Ja, hier kann ich wohl gar nicht durch. Muss ich außen lang? Ne, ich muss hier durch. Laut Marker muss ich hier durch, okay. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns.
Ich spürte die Gegenwart immer näher. Ja, ich merke schon. Okay, na dann, dann muss ich hier leider durchlaufen. Ist zwar blöd, aber so ist das halt. Und da wird Alice gefangen gehalten. Ich werde ihre Frau töten. Ja, reicht auch jetzt. Alter. Bam, Junge. So, weiter geht's. Und guck mal, unsere Taschenlampe lädt sich wieder auf. Fantastisch. Und wir haben hier eine Manuskriptseite und einen Rahmen. Das ist ja toll. Okay. Aber hier ist wieder ein Auto. Das ist sehr geil. Sehr gut. Das heißt, wir können unsere Fahrt fortsetzen. Wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier weiter einfach wunderbar lang brettern. Geilo. Vollgas. Wupp, wupp. Es ist 19.39 Uhr bei mir. Das ist doch schön. Ach ja, können wir wieder ein bisschen so das Panorama einfangen, hätte ich gesagt. Oh. Sorry, hatte ich jetzt gar nicht gemerkt, dass da was steht. Ja, ich fahre hier einfach durch. Wer Quatsch jetzt hier anzuhalten? Warum nur so? Ah, da ist gesperrt. Das heißt, wir müssen hier oben lang. Ah, und jetzt sind wir hier. Ah, wir können hier durchbrettern. Okay, nee, stopp. Hier möchte ich mich mal ganz kurz umgucken. Bevor ich jetzt hier rüberbretter. Wobei ich das mit einem anderen Wagen machen werde, aber ich möchte mich hier trotzdem mal ein bisschen umsehen. Achso, kann ich gar nicht. Aber hier kann ich rein, stark. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Ach, krass. Zwei Blendgranaten. Das könnte... Revolvermunition. Das heißt, über den erfahren wir jetzt auch noch was im Zweifelsfall. Das ist ja geil. Achten Sie auf sich und Ihre Kollegen. Ja, ganz ruhig. Allgemeine Information. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von $100 an. Wir akzeptieren alle führenden Kredit- und EC-Karten. Keine Checks. Die Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine laute Musik, keine Haustiere. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit, hauseigene Anlagen sind nur den Gästen vorbehalten. Keine Besucher nach 21 Uhr, keine Ausnahmen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Majestic. Beachten Sie auch unsere Rabatte für Senioren und Veteranen. Oh, sehr gut. Oh, Thermosflasche auf dem Klo. Aber was da wohl drin ist, man will es gar nicht so genau wissen. Oh je. Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Ja, das haben wir doch schon untersucht. Aber okay, mehr haben wir jetzt hier auch nicht. Aber ich würde sagen, dann schnappen wir uns jetzt hier eine Karre und düsen hier weg, du Alter. Ne, können wir gar nicht. Dann nehmen wir unsere eigene und dann sind wir hier weg. Aber wir waren mal hier gewesen und das war sehr schön. Und jetzt bin ich wieder weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Upsala, oh. So, reicht jetzt auch. Ah, wir haben zwei Blendgranaten. Die könnten später noch Klatsch sein. Ah, hier muss ich aussteigen. Dann tue ich vorher mal noch überfahren, was geht. Bam, Junge, okay, gut. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Bam, so. Und aussteigen. Und weiter geht's. Ja, ab über die Brücke. Schalalala. Haben wir hier was? Nö. Okay, weiter geht's. Mein Gott, der ist aber auch aus der Puste, der Junge. Ja, Leuchtfackel, Hammer. Sehr gut. Können hier oben hin, aber das bringt uns nicht so viel. Okay, weiter geht's. Was ist hier los? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich... An dem Polter... Ja, okay, gut. Ja, okay, ja. Ach komm, als ob ich mit der Fackel in der Hand gefickt werde vom Spiel. Das ist ja ekelhaft. Ja, die Poltergeister sind mal wieder... Okay, wir müssen uns hier ganz langsam Schritt für Schritt an denen vorbeikämpfen, glaube ich. Anders wird das hier nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Nee.
Scheiße. Okay. Ich glaube, wir müssen uns hier ganz langsam Step by Step vorkämpfen. Ja, wir müssen nach und nach die ganzen Objekte abfrühstücken. Wir dürfen nicht zwischen die Fronten hier geraten. Was zum Teufel? Ja, so. Ich muss jetzt nach und nach hier überall diese Scheiße austreiben, ansonsten... Ich hatte gerade eben das Problem, dass ich gesandwiched wurde. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Okay, hier muss ich aufpassen. Oh Gott, bitte nicht bei mir. Okay, das habe ich rausgebrannt, hoffentlich. Sehr gut. Ja, das ist doch scheiße, okay. Jetzt vielleicht schnell hier rüber. Und hier erstmal ganz kurz pausieren. Ich hab die ganze Zeit da drauf geaimt. Oh Gott. Okay, wir haben das. Oh Gott. Okay, sehr gut. Oh Gott, zurück, zurück. Wo stehe ich denn? Okay, ich glaube, ich habe das Ding besiegt. Ich freue mich auch. Oh Gott, mir geht's gar nicht gut. Ich muss erst mal ganz kurz hier regenerieren, Alter. Holy fuck. Oh je. Und ich habe noch 2 Batterien, Alter. Aber wir haben es geschafft, Alter. Okay, das hält uns jetzt erstmal wieder hoch. Okay, sehr gut. Wow, okay, aber das haben wir auch geschafft, Ah, lol, und den Wagen können wir natürlich nehmen. Ich Vollidiot. Ich bin ein absoluter Depp. Okay, fahren. Okay, weiter geht's. Holy fuck. Okay. Kann ich hier einfach durch, ist die Frage. Was passiert, wenn ich hier einfach durchdüse? Lol, jetzt ist hier ein Monster Truck oder was unterwegs. Oh Gott, ich muss hier weg. Okay, rein hier. Okay, ah, hier ist einfach nur ein anderer Wagen. Ich habe gedacht, hier wäre jetzt noch Equipment und so. Ah, da lag ich wohl falsch. Aber währenddessen der noch mit meinem alten Wagen beschäftigt ist, kann ich hier wegdüsen oder was? Oh Gott, hier soll ich nicht hin. Ja, ich stehe fest. Wow. Ich bin festgefahren. Danke, Spiel. Ja, ich muss hier durch. Ja, perfekt. Kann ich hier durch? Fuck, kann ich nicht. Egal, passt. Wunderbar. Ja, ist egal. Ich komme hier weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Scheiße. Okay, warte, wir müssen Auto wechseln. Weil unsere aktuelle Karre, die macht es, glaube ich, nicht mehr so lang. Hier sind aber auch keinerlei irgendwie Materialien, die uns helfen oder so. Das ist alles super mager, finde ich. Also besonders viel irgendwie hier jetzt an Hilfe bekommen wir vom Spiel nimmer. Aber krass, Alter, wie das hier alles shiftet. Das sieht fucking amazing aus. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Himmels Willen, was war das denn? War das eine Flashbang oder was? Ah, perfekt. Jetzt kann ich hier den Wagen wechseln oder was? Ah, ne, den Wagen kann ich nicht fahren. Hä? Achso. Alles klar.
Kann ich den Wagen fahren? Nee. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier durch den verwichsten Tunnel durch. Na, wenn das mal gut geht. Ja, ich hatte es befürchtet. Okay, aber wenigstens nicht die Bullet Sponges. Das ist wenigstens was sehr, sehr Positives. Okay, Revolvermunition, noch eine Revolver, hier noch mehr. Okay, jetzt habe ich wieder 37 Schuss. Okay, aber Batterien, Alter, bräuchte ich mal ganz dringend. Das ist ganz schlecht. Ich habe noch 2 Batterien. Ja, und jetzt kommt wieder der Wichser, hä? Lol. Okay, haben wir das auch? Oh Gott. Bam, Junge! Okay, so, nehmen wir mal wieder die Leuchtfackeln in die Hand. Ich habe keine Schrotflinte, merke ich gerade. Habe ich die übersehen? Scheiße. Alter, ich brauche so unverfickt nochmal Batterien. Ich meine, das Gute ist, das lädt sich relativ fix wieder auf. Also an sich brauche ich eigentlich gar keine Batterien, aber wäre trotzdem gut, mal noch ein paar auf Tasche zu haben. Wenigstens so ein paar. Okay, 2. Na gut. Mit ein paar habe ich jetzt nicht 2 gemeint, aber hey, es ist, was ist. Okay, nice, sehr gut. Und weiter geht's. Manuskriptseite haben wir. Und dann kann ich mit dem Wagen weiterfahren. Sehr gut. Vollgas. Ich will hier keine Sekunde länger mehr als notwendig bleiben, Alter. Das könnt ihr mir glauben, Alter. Oh, Verizon. Aha. Wie viel die wohl gezahlt haben, um hier im Spiel zu sein. I'm on the highway to hell. Geil. Oh. Geht's wohl nicht lang. Na gut, dann fahren wir halt hier bergauf. Ah. Was soll ich sagen? Ich glaube, hier ist Endstation. Scheiße. Ja, ich glaube, viel weiter werden wir hier nicht kommen. Müssen wir denn hin? Müssen wir hier auf die Steine hoch? Sieht so aus. Ja. Easy. Das war geil. Okay, wir müssen das Tor öffnen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ich musste das Tor öffnen. Ja. Wow. Ja gut, hier sind natürlich Zombies drin. Ist ja klar. Ja, okay. Jawohl, Alter. Das war, glaube ich, sehr, sehr perfekt gemacht. Benutzen. Ah, noch ein dritter Schuss sogar noch. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der 3 Schuss frisst, aber hat er gemacht. Muss man ihm lassen. Props an ihn. Oh, Leuchtpistole und 2 Flashbangs. Die nehme ich natürlich liebend gern mit. Dann können wir hier wieder raus. Das ist ja super entspannt hier. Holy fuck. Das war ein Quickie, hätte ich gesagt. Das war ja mal ein super geiler Quickie. Let's go. Das sind wir ja in unter einer Minute durch. Oh, Baby, jetzt wird's hier stuntmäßig oder was? Alter, das ist. Bam, Junge. Okay, war jetzt vielleicht nicht ganz so imposant, wie es mir beim Kopf erhofft hatte, aber hey. Ich sag mal so: erfüllt seinen Zweck. Okay, hier muss ich allerdings, glaube ich, wieder aussteigen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir noch, 3 Leuchtfackeln. Und Batterien. Oh, Batterien. Die haben wir gebraucht. Okay, wir klettern mal. Also wenn hier so ein Lichtkegel ist, werden bestimmt gleich uns hier richtig krass die Gegner umbringen, glaube ich. Dass es hier unser Safe Space ist und dann... Ja, okay. Boah, jetzt haben wir mal die schwere Variante. Und ob wir das schaffen, ich weiß ja nicht.
So, na dann, ab nach unten. Zack. Ja, komm, klettern ist was für Loser. Ich kann mich hier im Licht noch ein bisschen hochheilen. Ah ja. Oh, aua. Das war nicht so freundlich. Ja, na dann drücken wir doch mal auf den Knopf, oder? Ah, perfekt, da kommen Gegner oder was? Ah, nee, ah, das böse Monster. Ah, alles klar. Okay. Oh Gott, aua. Was soll ich sagen? Wofür haben wir denn ein Auto? Warm, Junge, fickt euch. Warm, Junge, so nämlich macht man das. So. Oh lol, das war ein riesiger, gigantischer Arschfehler. Scheiße, das war dumm. Das war die Signalflatimaten. Gewastet. Weil ich die falsche Waffe ausgewählt hatte. Toll. Super. Ja gut, fahren wir halt hier mit der Karre durch, ne? Aber was soll ich sagen? Im Auto ist es einfach am sichersten. Aber es sind jetzt gar keine Zombies, doch. Blöden Pisser, Alter. So, und jetzt hier einmal eine schöne Kehrtwende machen. Warm, Junge. So, na dann, Vollgas. Auf Wiedersehen. Oh, jetzt können wir ein bisschen Rally Dakar durch den Wald machen, oder was? Geil. Let's go, Alter. Eigentlich hätte ich schon mal Bock, hier links irgendwie runter zu driften. Oh Gott. Be careful what you wish for, glaube ich. Nee, sau stark. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Hallo, ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Aha. Ja, das kann ich, hätte ich gesagt, oder? Ja, wunderbar. Ich weiß noch nicht, warum ich das getan habe, aber ich komme jetzt hier erstmal hin. Super. Okay, aber wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Okay, hier kann ich einen Schalter anmachen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so super produktiv ist. Ah, scheiße. Okay, aber ich würde sagen... Also egal, was passiert, ich glaube, ich spiele das Spiel heute noch durch. Ich werde sie dir niemals geben. Ach so, was soll das denn jetzt? Das war der Wasserturm, I guess. Ist aber gar nicht gut. Bauern sind das Gegenteil von Jägern und Sammlern, aha. Zack. Warm, Junge. So. Haben wir hier drin noch irgendwas? Nee. Aber ich würde sagen, wir haben genug Munition und so. Ja, komm. Hier habe ich sogar Max-Munition. Der fällt jetzt um. Ja, das ist schlecht. Ja, das gibt wieder Sachschaden. Aber geil, wir haben hier ein Dingens, den wir benutzen können. Arm, Junge, okay. Das ist natürlich sehr gut. Können wir uns hier aber noch ein paar Fackeln nehmen und so. Leuchtpistolen, wunderbar. Okay, das war's schon. Können wir hier einfach abhauen, oder was?
Das ist ja stark hier. Ja, das Ding drücken wir einfach durch. Easy peasy. Darf ich? Ja. Ja, wunderbar. Also wir kommen ja hier wirklich super voran gerade. Das ist geil. Ja, egal. Okay. Warm, Junge. Okay, kann ich einfach weg? Kann ich flüchten? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Ah, alles klar. Okay, ich muss ganz kurz Distanz aufbauen. Ja, komm, ne, das ist jetzt einfach nur ein bisschen Spaß für die Familie. Wenn ich das mal so sagen darf. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Manuskriptseite? Sehr gut. Ja, aber sonst haben wir nichts hier. Das heißt, wir müssen weiter drücken. Okay, das Ding schicken wir natürlich straight nach unten in den Abgrund. Ist ja klar. Genau. Okay, warte mal. Wenn wir nach rechts gehen müssen, dann gehe ich erstmal nach links. Wobei, nee, hier hinten ist gar nichts. Hier hinten ist das absolut konzentrierte Nichts. Dann kann ich einfach hier lang weiterlaufen. Aber okay. Ja, wobei, den angeht, dann trippt man noch und dann... Jawohl, sehr gut. Weil dann würde ich jetzt nämlich sagen, dass ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen bedanke. Und wir schauen einfach mal, wie wir zum Cauldron Lake gelangen werden in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Abend. Bis bald. Tschüss.